So, herzlich willkommen zurück. Wir sind in der Rallye 1991 in Deutschland. Beim letzten Mal mit unserem schönen kleinen, ich denke mal Mazda ist es, zwei Rallye-Sieger eingefahren. Und ja, jetzt geht's weiter mit den anderen beiden Stages. Ihr seid auf unserem Kanal alles furchtbar kommentiert um das Spiel. Ja, Art of Rallye natürlich. Es gibt also wieder Rallye-Action vom Feinsten. Und ja, dann gehen wir mal hier in die nächste Stage. Regen. Das kann ja was werden. Das Auto mag jetzt schon ja nicht um die Kurven rum. Und dann noch die tollen Hingelsteine. Und dann noch. Okay, Belohnung gibt's auch. Hier habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wurden die erst 1991 erfunden? Also höchstwahrscheinlich natürlich nicht, aber... Ach du Scheiße! Pfütze und das Auto geht einfach nur geradeaus. Also ist ja schon realistisch, aber... Krass, das Auto mag keine Pfützen. Ich dachte im Moment, das wäre das Ziel, ist es aber noch nicht. Ein paar Meter haben wir noch, wenn wir so links auf unsere Fortschrittsleiste schauen. So. Aber nicht zu lange drauf schauen, weil irgendwie müssen wir auch wieder rausfahren. Hoppala. Eieiei. Okay. Das ging gerade nochmal so halbwegs gut. Ah, das war das Ziel. Ja, vor lauter Menschen hat man dieses... Den Zeitdings da gar nicht gesehen, diesen Zeitmonitor. 3 Sekunden, ja. Schön. Ja, das sieht. Oh, wir haben das. Wir haben da den großen Rekord um 16.000stel verpasst. Das war das Aufsetzen auf dem Berg. Blöd. Ja, es geht weiter mit Regen. Ich habe ein bisschen Angst. Hingelsteine und Regen. Und dann noch eine lange Stage. Mal schauen. Hoppala. Okay, das war knapp. Uiuiui, große Pfütze in der Kurve. Dann müssen wir schön außen vorbei, da geht's nach links. Ach, zieh doch bitte nicht drüber aufs Gras, Mensch. So. Sag mal, bist du ein Japaner oder bist du ein Holländer, dass du Gras magst?
Da kommen wir gerade aus Holland eigentlich irgendwann mal. Gibt es holländische Autos? Holländische Rallye-Autos? Gibt es da irgendwas? Produzieren die irgendwas? Ich habe nämlich auch noch nie gesehen, falls es da was gibt. Oder fällt mir zumindest spontan nichts ein, aber ich bin ja ohnehin ein bisschen ungebildet, was Automarken angeht, wie man hier schon hier und da mal gemerkt haben könnte. Allerdings auch ein Großteil der Fahrzeuge hier dann doch ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Zumindest meiner tatsächlich wahrgenommenen Zeit. Gut, die Hinkelsteine hat man so bisher spätestens kommen sehen. Ah, oh, ich hasse diese Ecken. Diese kleinen eingebauten Schikanen. Hoppala. Ja. Ja, hier muss man ja richtig rangieren. Das ist ja. So, gibt es jetzt wenigstens einen Etappensieg? Nein, ich möchte gar nicht neu starten. Verdammt, eine Axt. Ich wollte doch nur die Ergebnisse angucken. 40 Sekunden Vorsprung. Ja, gut. So, was sagt denn die Bestenliste? Puh, ne, war ein bisschen zu groß. So, ich glaube, jetzt haben wir es durch mit Regen. Alles Weitere ist jetzt wohl trocken. Zu reparieren haben wir nichts. Sehr pflegeleichtes Auto. Solange man nichts kaputt macht. Oh, oh, oh. Wo fahre ich denn lang? Ja, okay. Das war jetzt ein Reset. Oh nein. Die Gier hat gesiegt. Die Gier hat gesiegt. Da wollte ich jetzt zu viel. Na komm. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke, Baby. Oh! Du. Da habe ich schon gespürt. Oh, oh. Das Auto ist schief. Es lenkt nach links. Sobald ich versuche gerade loszufahren. Ja. Eieiei. Na, das wird jetzt wunderbar. Soviel zum Thema pflegeleichten Auto. Da habe ich es natürlich einmal schön zerfetzt. Das gibt erstmal schön fette Reparatur nach dem übernächsten, also nach dem nächsten Stage. Na komm. Oh Gott. So, ist es jetzt vielleicht wieder gerade? Nee. Ach herrje. Nein! Warum mache ich dieses Auto kaputt?
Das ist jetzt sehr ungewohnt. Quasi konstantes Gegenlenken. Und links kochen darf man am besten nicht wirklich lenken. Da hat es die Spur mal komplett zerlegt. Puh. Ja, trotzdem noch zweites. Wie schaut es denn noch aus? Ja, wir haben noch 40 Sekunden Vorsprung. Wir müssen jetzt irgendwie halt die nächste Stage überleben. Damit wir... Oh je, das ist ja auch noch eine lange. Darf ich 11 Kilometer hier mit dem Ding da entlang fahren? Na wunderbar. Dann einmal geben, dass ich das Ding jetzt halt wieder irgendwo noch versenke. Das hilft jetzt natürlich nicht, dass hier noch Hinkelsteine stehen. Jetzt hat nämlich mein Auto so einen gefüllten Magneten, dass er da in sowas reinlenken möchte. Eieieiei. Opa! Ja, das ist wieder ein Reset, ne? Ja. Oh Gott. Ich verspiele hier den Sieg noch. Zumindest für die Rallye. Ich glaube, gesamt sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, das sind Steine. Momentan noch zum Glück auf der richtigen Richtung aus meiner Sicht gesehen. Und da lenkt das Auto zum Glück noch nicht hin, aber jetzt wird's lustig. Gleich haben wir es geschafft. Dann gibt es erstmal hier eine komplett Verjüngung. Oh nö. Oh Gott. Oh je. Ja, jetzt müssen wir hier nur noch durchhalten. Einmal schön das Auto noch irgendwie zum Reparieren schieben.
Da ist es geschafft. Ja, ich hoffe mal, dass wir genug Reparaturpunkte haben, um das Ding wieder komplett einzustellen. So, ja, 12 Sekunden haben wir wieder eingebüßt. Aber wir haben immer noch 40 Sekunden Vorsprung, das ist doch ganz gut. Jo. Endlich an der Box, so gesehen. Machen wir es doch wieder heile hier, die Schüssel. Die komplette Federung ist hinüber. Okay, ich glaube, so viele Punkte habe ich noch nie ausgeben müssen beim Reparieren. Aber jetzt haben wir wieder ein heiles Auto für die letzte Stage. Okay, je. Oh je, je. Jetzt stehen wir natürlich wieder ganz bescheiden. Ja. Hinkelsteine. Ich mag euch nicht. Und Schlaglöcher auf der Straße ist natürlich auch nicht cool. Die Arme da aushebeln und fast hier wieder reinschicken. So, ich würde ganz gerne das Auto jetzt doch noch an einem Stück ohne kaputte Aufhängung ins Ziel bekommen. Uiuiui, nein. Also den Baum auch nochmal geküsst. Eine kleine Botschaft hinterlassen, ja. Daniel war hier. So gesehen der Daniel-Gedächtnisbaum, wenn wir die Rallye hier gewinnen. Eieiei, jetzt haben wir uns das wieder in die Wand gezogen. Wir sind am Ziel. Entschuldigung. Ja. Das sieht doch gut aus. Haben nochmal den zweiten Platz reingeholt. Und gewinnen das Ding mit 41 Sekunden. Ja. Auch da, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, dadurch, dass wir uns das zum zweimal gedreht haben.
Da wäre was gegangen noch. Wunderschön. Ja, aber irgendwie kommt es mir vor, als wenn hier die, der Schwierigkeitsgrad hier bei den... aus irgendeinem Grund in dem Jahr ziemlich einfach ist. So, Norwegen. Die Eisetappen bilden unser schönes Finale. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob wir die Rallye schon gewonnen haben, punktetechnisch. Beziehungsweise welchen Platz wir noch holen müssen. Also 3x25 sind auf jeden Fall mal 75. Der nächste, jetzt müsste ich noch wissen, was der nächste gibt. Wahrscheinlich 18 vom 1-Punktesystem. Dann wäre der bei 36, 54, da hätten wir 21 Punkte Vorsprung, wenn das so wäre. Und können jetzt eigentlich recht gediegen das Ding da fertig schaukeln. Oder könnten, machen wir natürlich nicht. Wenn es Gas gibt, dann gibt es natürlich immer Vollgas. Das fällt sich gerade sehr fluffig. Also was diese Playmobil-Brücke da im Weg soll, verstehe ich nicht so ganz. Gibt's sowas in wirklichen Rallyes auch? Also gibt's da irgendwas, was nicht naturbelassen ist? Irgendwas so Sprungschanzen? Würde mich glatt mal interessieren. Aber das wirkt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper irgendwie. So, ich bin gespannt, wo wir landen. Ich glaube, die Stage war ziemlich gut. Ja, okay. Das geht noch schneller, wie es ausschaut. Ja gut. Und wie viel schneller geht das noch? 2,40, der Beste. 17 Sekunden. Ich bin doch hier schon ziemlich viel Gas gefahren. Okay. Manchmal täuscht so ein bisschen... Wieso dampft unser Auto? Hä? Ist irgendwo dagegen gefahren? Oder warum dampft das Auto? Hoppala. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, warum das Auto dampft. Darf ich jetzt schon wieder hier mich nach Hause schleppen? Hier wieder ohne den Baum? Ich dachte mir gerade schon in der Nachtstage irgendwie, das schaut irgendwie... Keine Ahnung, einmal so heller Rauch, also Schnee, und dann so dunkler Rauch aus. Hab mir jetzt aber erstmal nichts bei gedacht, aber... Hä? Warum? Hoppala. Nein, nein, nein! Und da geht's wieder bergab. Oh, oh. Eieiei. So viel zum Thema, ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl. Na gut.
Vielleicht können wir noch ein, zwei Etappensiege mitnehmen bis zum Ende. Mehr wird es vermutlich jetzt dann doch nichts mehr werden. Fällt mir auch rein, dass das Auto ein bisschen weniger Leistung hat. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Einmal Spinala. Irgendwie verschätze ich mich hier gerade ein wenig. Irgendwie nicht bewusst, wo ich das Auto hätte zur Schrott fahren können. Vielleicht bei irgendeinem von den Sprüngen, dass ich da so dumm aufgekommen bin. So. Na gut, wir sind im Ziel. Das war keine gute Stage. Bin hier ziemlich weit unten hier. Oh. Okay. Ja gut, hier kann man auf jeden Fall schneller fahren. Das hat man auch gesehen. Ja, dann reparieren wir mal. Ich bin gespannt, was wir da in Mitleidenschaft gezogen haben. Ja, der Motor. Wie haben wir das denn geschafft? Okay, jetzt ist es wieder alles heile. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und jetzt, glaube ich, dreht auch die Schüssel wieder ein bisschen höher. Hoppala, in der Luftbremsen ist irgendwie nicht so prickelnd. Oh Mann. Eine bis dahin einwandfreie Stage. Ärgert mich. Okay, wie habe ich den nicht da? Ja gut, der Motor ist bald wieder Schrott. Und dann auch noch so kurz vor Ende. Mann! Nein! Ach je. Ein siebter Platz. Uiuiui. Aber wir sind immerhin noch Zweiter. In der Gesamtrallye. Also so schlecht schaut es ja immer noch nicht aus. Trotz diverser Pannen und Fahrunfähigkeiten. So. Und immerhin dampfen wir noch nicht. Auch wenn ich schon glaube, dass dieser kleine Baumknutscher gerade eben ein bisschen was gekostet hat. Eieiei, na komm. Hoppala! Okay, ihr habt nichts gesehen, es ist nichts passiert. Ich glaube,
Unsere Liebesbeziehung mit dem Schnee beruht auf Gegenseitigkeit. Er mag nicht, mich nicht und ich mag ihn nicht. Drum klappt das hier nicht so ganz reibungslos. Gut, also. Oh, wir sind mittlerweile Erster mit 7 Sekunden Vorsprung. Irgendwie hat unsere KI scheinbar auch ein bisschen Probleme. Ja gut, Bestenliste brauchen wir gerne angucken, das ist ja. Sind wir gerade mal so bei 50%. Da gibt's Leute, die sind ein bisschen talentierter, glaube ich, auf Schnee. So, ja, haben wir die Federung wieder gerippt. Mann. Das muss hier nochmal richtig was einstecken hier, das Auto. Na gut, jetzt kommen wir aber in die letzte Stage. Und dann ist die Rallye auch geschafft. Und damit dann auch Gruppe S. Hey, da stand gerade Tiere oben am Berg rechts. Die haben mir, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Also ich meine, dass es grundsätzlich Tiere gibt. In anderen Stages habe ich die schon gesehen. Aber das ist eigentlich ganz cool. Da gab es auch immer so ein kleines Easter Egg bei der Rally. Zumindest beim ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil immer noch so ist. Weniger reden wäre auch ganz gut. Jedenfalls gab es auf bestimmten Stages, wenn man schnell genug war, ist dann irgendein Tier über die Strecke gerannt. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich kann mich noch an eine Deutschland-Rally erinnern. Oder was Deutschland? Oder was Finnland? Ich bin mir gar nicht mehr sicher wo. Auf jeden Fall, wenn du da halt vor einer bestimmten Zeitmarke quasi ankommst, dann triggert das scheinbar irgendwas und dann läuft halt ab einem bestimmten Punkt einfach ein Reh über die Strecke. War ein kleines nettes Feature. Habe ich irgendwie einmal, glaube ich, geschafft gehabt. Also, ja, sind so Kleinigkeiten, so kleine Easter Eggs. Ist immer ganz schön, wenn Spiele sowas haben. Das lockert sich immer so ein bisschen auf. Man freut sich dann ein bisschen. So, einmal noch da. Komm. Ja, da sind wir am Ziel. Jo, 2 Minuten. Und 4 Sekunden. Einmal sauber gefahren. Und schon stimmen auch wieder die Online-Ergebnisse, wie es ausschaut. Mal gucken. Boah, wenn ich das sehe, ey. Wenn ich das sehe. Diese 1,2 Sekunden, die hätten wir noch machen können. Ah, das ist eine Eck, wo ich dann in Schnee gerutscht bin. Schade. Na gut. Haben wir echt alle Rallyes gewonnen 1991? Alle 4? Boah. Das lobe ich mir mal. So, was kriegen wir jetzt?
Wieder ein Truck. Den Dakar Truck. Aha. Aha. So, jetzt gibt es mit Sicherheit noch zwei Lackierungen, genau. Und das sieht irgendwie ganz cool aus. Aha, eine Armee-Lackierung für das Cube-Van. Okay. Gut, damit sind wir mit Gruppe S durch. Mit als Meister würde ich sagen, Erfolge abgeschlossen. Das war doch eigentlich eine sehr erfolgreiche Gruppe. Abgesehen von 87 haben wir alles gewonnen. Gut, wir schauen nochmal ganz kurz rein. Wir haben jetzt Gruppe A freigeschalten. Was gibt es denn ab 1992 zu fahren? Das müsste ein Lancia sein. Lancia Integrale? Kann das sein? Ah, ich weiß es nicht. Ich werde sicherlich wieder aufgeklärt von meinem lieben Kollegen, der immer so schön kommentiert. So, das ist klar, Subaru Impreza. Das schaut mir nach einem Toyota aus. Das könnte auch nochmal ein Subaru sein. Oder ein Mazda. Cosworth. Cozy ist, glaube ich, immer Cosworth. Und dann war es das schon. 1, 2, 3, 4, 5 Autos. Okay. 5 Autos für 5 Rallyes. Würde ich sagen, da steht der Plan schon. Dann machen wir die der Reihe nach durch. Und das machen wir dann beim nächsten Mal wieder. Schaltet gerne wieder ein, wenn es wieder heißt Art of Rally. Bei alles, was ich kommentiert. Ich bin der Daniel und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.